Hi Leute, wir sind's wieder. Ich bin Marek und er ist Juli. Ich hab mich gesagt. Und das ist unsere zweite Folge LP-Type diskutiert. Danke. Es reicht auch langsam, Leute. Es hört auf. Stopp. Stopp! Unser heutiges Thema sind Superhelden und Schurken, die es ja bei Marvel, aber auch bei DC gibt. Aber jeder hat ja seine Lieblingshelden und Schurken. Und wir wollten auch mal ein bisschen darüber reden, wie wir so die Helden und Schurken finden. Ich schätze mal auch, was sie so für Attacken haben. Kann man ja auch mit einführen. Oder was sie für Kampfkunsten haben. Und wir können uns ja mal abwechseln. Sollen wir lieber mit Helden anfangen oder mit Schurken? Mit Helden würde ich sagen. Okay, dann fangen wir mit Helden Marvel an. oder DC? Ist eigentlich egal, oder? Wir machen beides zusammen. Soll ich anfangen? Ja, verloren. Also, einer meiner Lieblings-Superhelden ist und bleibt Green Lantern. Insgesamt der ganze Green Lantern-Core finde ich eigentlich mega cool. Ja. Ja, die Kraft ist oder die Kampfkunst ist bei denen, die haben eigentlich gar keine. Denen ihre Kampfkunst ist ihr Ring, der per Vorstellungskraft Dinge hervorruft. Wie man auch in dem Film sieht, der ja auch im Kino war, dann kam zum Beispiel diese riesen Waffe oder eine riesen Wand hervor. Und ich finde den eigentlich ganz cool. Die Schauspieler finde ich auch nicht schlecht von dem Film. Ich hatte auch eine Zeit lang mal einen Comic davon, habe ich aber leider verloren. Ja, den Film auf DVD. Ja, den Film haben wir auf DVD und Blu-ray. Und ja, das ist eigentlich einer meiner Lieblings-Superhelden und von dir? Also ich würde sagen, ich fange dann mal einfach mit Iron Man an. Der ist im Moment eh ziemlich beliebt und Allein schon durch Iron Man 3 ja, wieder. und ich finde auch allein schon durch Schauspieler hier Robert Downey Jr. Der ist auch immer witzig, auch in dem Film. Sherlock Holmes ist der auch ganz cool. Ja, und in Iron Man ist er halt so der arrogante, reiche Typ, der so viel Geld hat und dann macht er sich so einen Anzug. Und ich finde ihn einfach einer der besten. Natürlich nicht der allerbeste. Der allerbeste ist für mich Batman. Bleibt er auch immer, weil ich finde der Typ so, der ist einfach cool, ne? In so einem, ja, Bei allem. Batman, finde ich, sieht man auch noch die Entstehung des Helden. Ne? Er ist Ja. ja bei anderen Superman Batman Bumm auf der Begins ist ein Erde. ganz guter Film. Ja, bei Superman war ja zum Beispiel Bumm auf der Erde. Hey. Ja, Superman ist, finde ich, jetzt eh nicht so toll. Es war hier, der gehört dazu Cold und der gehört zu der Justice League, so wie Ja. Batman, Wonder Woman und Green Lantern. Cyborg, Flash, Green Lantern. ja, und Green Lantern, das sind dann die aus Justice League. Da gibt es noch diese andere League, die führt Robin an, aber von dem weiß ich den Namen leider nicht. Naja. Ja, und ja, X-Men ist auch ein cooler, also Wolverine, X-Men ist ja die ganze Gruppe. Wolverine ist auch ein ganz geiler Film Obwohl und Held. von X-Men finde ich auch Gambit nicht schlecht. Gambit, der kommt ja bei Wolverine Origins drin vor. Das ist der Ist mit halt den der Karten. Amerikaner, ja. Ja, den finde ich echt mega cool. Ich Der ist habe geil, ja. mal Comics über den, also so Zeichentrickfilme über den gesehen. Animes habe ich über den gesehen. Da hatte der auch noch immer seinen Stab eigentlich dabei. Hat man den da gesehen? Ja, klar, der hatte so. Genau, den hat er gedreht Der und hat ja so. geleuchtet. Noch ein super Held. Naja, sieht zwar wie ein Joker aus, aber es ist wirklich kein Held, ist Hulk. Ich finde, Ja. Hulk ist ein mega cooler Klar, Hulk, Superheld. ey. Ein riesen Ist grünes. mutiert durch Genmanipulation, durch diesen Strahlendinge Und war da. man selbst versucht, ne? Ja, nee, war kein Selbstversuch. Der Vater hat ja, glaube ich, ein Experiment an sich gemacht. Ja, und dann wurde Damals, der und da so. wurde er geboren. Ah Und ja, diese safe. Gene hatte er schon. Nur durch diesen Und dann wurde. Strahlenwert ist es ja hervorgerufen. Da war irgendwie ein Problem im Ja, Reaktor oder und der hat so. ihn ja eigentlich geschützt. Da sagt der Marvel selber, sagt der Iron Man, dass er eigentlich ihn getötet hätte, hätte Hulk ihn nicht gerettet. Ja. Ja, Hulk ist auf jeden Fall auch cool. Thor, ich finde, Thor ist okay, aber ich finde, es eben Gott, ist so wie Superman, hat die Kraft, kam nicht dazu. Captain America finde ich auch ein ganz cooler Captain Held. America ist auch cool, auf jeden Und am Fall. Anfang ist der Marvel Avengers, denkt man noch, will er da, aber nachher koordiniert er ja alles und dann Ja. finde ich, hat er auch einen Sinn. Noch weiterer echt cooler Superheld ist Daredevil. Ja, der ist cool, habe ich auch auf Richtig cool. DVD, ja. Blinder Superheld, hat man nicht immer. Ja, und Elektra finde ich eigentlich auch ganz gut. Finde die meisten zwar nicht so, aber ich finde ihn ganz okay. Flash ist auch okay. Ja, Flash Flash ist 7 hat geil. man ja bis jetzt noch keinen Film mehr darüber gesehen. Genauso wie Doch, Green. klar, klar gibt es über Flash. Aber Den habe ich geguckt. nicht in neueren. Nicht Nee, der ist mit. nicht ganz. Das meine ich damit. Also nicht auf neuester Technik. So. Genauso wie von Green Arrow, den finde ich auch gut, den grünen Green Bogenschützen. Arrow, ja. Und hier Green Hornet ist auch mit Sega Film, ne? Ist, DC-Film. Und Kick-Ass ist Marvel. Ist auch eigentlich ganz okay. Und Und. wie findest du. Warte, den Namen hatte ich gerade im Kopf. Hawkeye? Hawkeye ist cool. Hawkeye ist Wie heißt eigentlich denn cool. euer Agent? Waffe, wie man so. Agent Buffalo. Buffalo, so. Ja, hab ich gerade auch dran gedacht. Und die andere ist Agent Romanoff, die ist auch ganz cool. Ja, Die die ist auch macht ja jeden Fall echt hier. cool. Dann Agent Phil.
Ja, War das nicht schade. der Schwarze? Nee, da war der, der den Loki tötet, der diese Waffen hat. Ach ja, Dann hat er genau. nachher geschossen. Das kann sie halt. Ich finde echt traurig, dass der tot ist. Denn Marvel seit Avengers 2 wird ja auch rauskommen, wenn man Marvel Avengers vorspult am Ende. Dann kommt ja noch dieser Typ aus diesem Planeten von. Wie heißt diese Armee nochmal? Planeten? Wie heißt diese Armee? Ja, wie heißt diese nochmal? Ach, der mit Loki geredet hatte? Ja, wie heißen die denn nochmal? Die Ist jetzt auch nicht Armee. so wichtig, oder? Doch. Na egal, mich fällt da nicht nochmal. Ja, und da sagt er dann ja, die er irgendwie so die Erde meint, dass sie stark genug wäre. Ja, also wird auf jeden Fall ein Teil aus. Ja, Sie, muss. ja, genauso wie bei Green Lantern, ist am Ende tut ja dann hier der Rote. Ja, genau, der Rote tut ja dann diesen gelben Ring um. Hast du am Ende geguckt? Ja, genau. Ja, Ja, dann wird der er so. lilane Typ da, Und ne? dann, ja, und dann Der, wird er gelb. wovon sein Freund da gestorben ist. Dann kriegt er so einen gelben Anzug. Ja, das wird ja nachher der So Gegner ist auch der auch gehabt. in Lego Batman 2 Ja, und in viele Sinestro, Comics. Sinestro. Ja. Naja, wir können jetzt eigentlich nur über Schurken reden, ne? Ja, kriegen wir Quasi mal immer Schurken. so, wo der Held ist, muss auch der Wer ist der Schurke sein. Jungschurke? War natürlich Joker. Ja, Joker ist auf jeden Fall der Joker ist einer der wichtigsten. Obwohl, zu Joker, eigentlich, Joker ist ja eigentlich einer der Hauptschurken, ne? Der Ja, mit organisiert Lex das alles. Ja, wollte Luthor, ich gerade sagen, Lex. Price und ja. Und Price ist der Two-Face zählt ja Ex-Mann. auch noch dazu. Ja, du weißt aber irgendwie so Two-Face war ein immer, Joker, oder? ja, Two-Face, ja, nicht ganz. Die beiden waren ja immer einzeln für sich, aber hatten ja auch in dem einen Batman-Teil zusammengekämpft. Ja, doch, stimmt, da war der ja in dem Krankenhaus da, ne? Ja, genau. Aber ich finde, hier, wie heißt der nochmal? Two-Face ist ja, war ja erst Lee, war ja hier dieser weiße Ritter von Gotham. Ja, Und genau. dann hat der sich für Batman eingesetzt, ja, und dann Harvey ist Dent. Harvey Dent und da ist seine, die Hälfte seines Gesichts verbrannt. Ja. Weil, ja, Um. halt Joker hat gesagt, dass der da ist, und in Wirklichkeit war die Frau Also da. im anderen Ja, und Lagerhaus. dann hat der die Dann ist er verarscht, dann getauscht sind, und so. ist, Batman wollte die Frau retten, also Rachel. Ja. Ist er da hingestürmt, dann war der Hort drin. Also, wieso rettet die mich? Und dann. Auf jeden Fall echt wichtige Schurken, aber genauso wichtig ist zum Beispiel Sinestro ja auch. Sinestro ist ja auch einer der wichtigsten Wer ist Schurken. das nochmal, Sinister? Der gelbe, Green Achso, Lantern. ja. Der ist auf jeden Fall auch wichtig. Genauso Ja. wie. Den Namen hatte ich jetzt gerade im Kopf. Genauso wie. Ich komme drauf. Flash hat auch einen Gegner, der ist eigentlich auch recht wichtig, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ach, Hype. Hype. Hype ist auch eigentlich ein echt extremes Das wichtiger ist der, Gegner. diese Beigruppe. Genau. Ja, und Hype heißt der. Genauso wie der kleine Doktor, weißt du, wen ich meine? Der mit der Gedankenmanipulation. Ist der im Rollstuhl von X-Men? Nee, nee, nee. Dr. Weißt du noch, Xavier? bei dem DC Universe, da war doch dieser Kleine da, der die Superhelden dann verwirrt hat, der dann verschwunden ist und sich dann mehrfach geklont hat, gegen den man alle kämpfen muss, in dem einen Gebäude da. Ja, weil ist er lieber böse? Böse. Weiß ich ihn jetzt gar nicht. Ich komme jetzt nicht drauf. Aber gibt schon viele wichtige und gute Superhelden. Ja, aber dann kommen wir ran, ob ich schon immer Ich habe vergessen. mir mal vor kurzem, da habe ich auch mit jemand anderem darüber geredet, haben wir mal die Gedankenspinnerei gemacht. Wenn man sich jetzt einen Superheld aussuchen dürfte, der man sein möchte, wer würdest du am liebsten sein? So viele, ne? Ich will einen ganz gern. Ich sag mal so, Wenn die du dir Kraft würde ich. jetzt ein aus oder ja genau, wenn du dir die Kraft und die Fortbewegung Also die sagst. Kraft auf jeden Fall von Green Lantern, dann die, wie gesagt, die Kraft von Green Lantern, die Waffe von X-Men und die Ja, welche Fortbewegung, X-Men von Wolverine? ja genau, von Wolverine, sorry, ja, von Wolverine. Und die Fortbewegung finde ich ganz gut für uns. Ja, Green Lantern fliegen, ne? Ne, ich finde also die Flash finde ich cooler. Oder halt so wie Klettern. So ein Akrobat. Ja, ist ja auch Wolverine. So wie Batman. Oh, Wolverine ist auch so. Ja. Auf jeden Fall, ja, nee, aber ich finde Flash ganz cool, dann würde ich, ja. Also Du? bei mir wäre das, schätze ich, dass ich meine Kraft oder meine Fähigkeit, würde ich die nehmen, die Hulk hat. Weil Hulk ist das ja die Stärke. Der kann ja zum Beispiel, gibt es ja schon den zweiten Hulk-Teil, da macht er diese Bodenwelle da, wo du auf dem Boden steckst. Das ist Finde geil. ich eigentlich ganz geil. Mehr hast du nicht drauf? Wenn ich mir eine Waffe aussuchen dürfte, würde ich meine Waffe. Post kam besonders clever, ne? Batman hat. Ja. Als Waffe würde ich sehr wahrscheinlich die nehmen, die. Das zählt wieder als Fähigkeit. Welche denn? Eis von X-Men. Ja, ist eine Fähigkeit. Obwohl, Ist eine. ich glaube, als Waffe würde ich die. Ne, ist auch eine Fähigkeit. Als Waffe würde ich, schätze ich, auch eher ein Schild nehmen von Captain America. Das ist geil. Als Schild. Muss man vorstellen, die Kraft plus Schild, das ist ja ein doppelter.
Stärke. Fortbewegungsart, klar, wenn ich so eine Superpower habe, dann kann ich nicht gut fliegen. Da will ich auch entweder eher Sprint oder Akrobatik nehmen. Akrobatik auf jeden Fall. So, Auch. so ein Hulk, der sprintet, wäre langweilig. Wenn er so ein Haus hochrennt, halt so. Und Hulk ist ja auch so wütend er ist, ne, desto stärker wird er. Ja, umso größer, ne? Ja, und wie man sieht ja auch, wie die da alle auf den einen ballern da. Oder die beste Szene von Marvel ist immer noch, face jetzt gut sauer zu Da werden. muss man kurz weitermachen. Das ist mein Trick. Ich bin immer wütend. Dann boxe da drauf. Ich habe mir nämlich noch eine kleine Überraschung, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Warte, mich heilen. Nein. Ich war ja so ein Freak und habe mir damals ein Green Lantern T-Shirt geholt. Und weil ich so cool bin, ein Green Lantern Ring, den man jetzt sogar eigentlich mega gut sieht. Ich kann den dann nochmal ausmachen, nochmal näher an der Kamera halten. Der sieht ungefähr so aus. Erstmal mal an. Jetzt mache ich nochmal an. Dann sieht er so aus. Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich bin also Mitglied der Green Lantern Corps. Ich habe zwar die Lampe nicht, die habe ich irgendwo verloren. Die Lampe, die steht Die Lampe ist mein da. Bierfass, was auch bei mir auf der Fensterbank steht. Da liegt gerade ein Bing, läuft die Grün. Nee, den Ring habe ich mir damals gekauft. Ich hatte auch. T-Shirt. Das T-Shirt hatte ich, das ist leider ausgeblichen. Da war eigentlich der weiße Kreis drauf, der auch hier drauf ist. Zeig. Aber das schwarze Ding, da soll der Kreis sein. Also dieses Zeichen. Das ist aber leider leicht ausgeblichen. Ist hier nicht ein bisschen zu groß? Ja. Aber auf jeden Fall ein echt cooler Ring. Ich Ja, finde ihn ganz echt. cool. Damit laufe ich ab und zu nachts rum. So, dann zum Beispiel. Nein, Spaß. Aber der ist eigentlich ganz cool. Nee, aber zum Beispiel nachts, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, kann ich den gut neben machen, wenn er nicht. Auf jeden Fall Zeig mal super. die Packung, die sieht auch ganz cool aus. Super, ja, zeige ich dir nochmal. Superhelden und Schurken sind auch wichtiger Bestandteil, glaube ich, aus jedem Leben. Jeder hat nämlich irgendwo einen Superhelden. Okay, einige interessieren sich gar nicht dafür. Was ich auf jeden Fall nochmal machen will, ist nochmal einen Comicbuchladen in Gelsenkirchen aufsuchen. Ja, ey, sag mal Will was. ich mir ein paar Comicbücher kaufen? Ich liebe Comics. Mache Ja. ich einen auf Sheldon Cooper? Super, ja, ey, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon. Ja, hab ich auch, hatte ich noch nicht, hab ich. Und ja, auf jeden Fall kennen wir uns noch einen cooler ein. Wer für mich auch noch ein cooler Superheld ist, ist von X-Men. Du kennst doch diesen blauen mit dem langen Schwanz, der teleportieren kann. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wie er heißt. Ja, dieser Priester, ne? Ja. Das ist noch Der nicht. ist echt cool. Und, naja, hast du schon gesagt. Und Storm ist auch ganz Ja, cool. und Und. als Gegner ist Magneto auch nicht schlecht. Ah, man, du hast ein bisschen auch lieb, finde ich. Ja, der in den. Kennst du den Origins-Teil Ja, klar. von denen? Von wo die noch alle jung sind? Da ist der noch einer der Guten, wieder aber nachher böse. Dieses Jahr kommt noch X-Men Wolverine 2 raus. Ja. Und, genau, was ich noch sage, Fantastic Four finde ich eigentlich auch ganz cool, super, ne? Von Ja. Marvel. Finde Okay, ich das mega. Biest, finde ich, haben sie so, wollten sie ein bisschen die Hulk gestalten. Das ist aber trotzdem cool. Ja, Biest ist nicht schlecht, Nee, ist nicht aber. wie Hulk. Der ist einer von Orange und der ist auch nicht so Ja, aber groß. dann war dieselbe Idee. Ja, ist auch gleich Erfinder, also ist nicht so Ja. schlimm. Also, Aber ich finde, so ich weiß nicht, die wenn die beide Fackel. gegeneinander Die antreten. Fackel finde ich echt nicht schlecht. Die Fackel ist cool. Silver Surfer 1A als Gegner. Aber Aber die ist Silver so Surfer war richtig. ja eigentlich gar nicht wirklich ein Gegner, ne? Ja, der war ja lieb, der war ja von diesem Riesen da geschickt und dann opfert Ja. er sich nachher für die Erde. Ja. Naja, ich würde mal sagen, das war unser Thema. No, wenn ihr super Lieblingsverhältnisse schon schreibt es in die Kommentare und Schreibt uns eine Mail. fleißig abonnieren. Videobotschaften nehmen wir, glaube ich, auf. Liken, bloß nicht deliken, schön abonnieren. Liken. Favorisieren, kommentieren, abonnieren, liken. Wir haben Facebook. Und Kann man liken. uns auch liken und Facebook teilen. kann ich, und Twitter. Twitter haben wir auch. Twitter. Und ich weiß nicht, haben wir eigentlich jetzt wieder regelmäßig alle Videos reingestellt? Müssen wir machen, ne? Ja, wir versuchen jetzt regelmäßig Videos anzustellen. Ich konnte jetzt die letzten Tage keine Dafür habe ich Minecraft-Videos ja zwei Videos hochladen. reingetan. Er hat zwei reingetan. Mit einer scheiß Qualität. Aber da wird noch besser, sobald ich Ja. meine Zeit habe. Und das Render-Programm Ja. wollte er sich auch noch kaufen. Hatte noch nicht jetzt das nötige Geld. Er ist ja nicht arbeitsdienender wie ich. Jeden Tag arbeiten. Diener. Ich bin ja mehr Sklave, wie jemals anders. Naja, egal, anderes Aber das Thema. waren Helden und Superschurken. Als unser Thema. Du darfst gleich die Aufnahme beenden, aber gleich. Und. Ja, ich würde mal sagen, freue dich auf die nächste Folge. Wir lassen uns wieder ein cooles Thema einfallen. Vielleicht wird es dieses Mal in die Prostitution oder so sein. Wer weiß. Schreibt es auch in die Wir kennen uns Kommentare. damit gut Schreibt es auch aus. in die Kommentare, weil wir wissen nicht immer, was sollen wir machen. Und Ja. schreibt einfach irgendwas rein, wir werden drüber Wir labern. reden jetzt über Themen, die uns interessieren. Champions League und Helden, Schurken. Das sind Ja, coole okay, Themen ist für ja uns. international. Aber irgendwas, keine Ahnung, redet das irgendwas New York, irgendwas das Thema, dann recherchieren wir und dann Ja. labern wir mit euch Dann darüber. machen wir wieder mal. Naja, dann Ja. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jo.